8:30 morgens. Thomas und ich sind am Fähranleger zur Discoinsel. Mit diesem kleinen Boot fahren wir jetzt 2 Stunden über die Bucht. Ja, also ich bin jetzt auf der Discoinsel in Keketazuak. Das ist das kleine Dörfchen hier. Und wie ihr seht, es ist kalt. Die Eisberge sind hier gestrandet und die schmelzen jetzt hier so langsam ab. Hier rechts konnte man sehen, vorher bei dem vorigen Schwenk, da liegen noch etwas größere Eisberge. Oh ja, was wir beim Fotografieren machen, ist klar. Hauptmotiv ist, sind die Eisberge. Wir werden gleich auch noch wandern. Es gibt hier einen schönen Wasserfall. Ja, und dann das Dörfchen natürlich selbst, diese hübschen kleinen Häuschen. Und dann werde ich natürlich auch mal Langzeitbelichtungen probieren mit diesen Eisbergen. Das Licht ist ganz gut, wir haben so leicht diffuses Licht. Ist immer so ein bisschen orange, magenta. Es ist ja sehr lange hell insgesamt. Und da verspreche ich mir noch einiges. So, wenn ich jetzt ein Motiv habe, dann melde ich mich gleich nochmal wieder und quatsche euch dann wieder voll. Bis gleich. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen haben, machen wir die erste Erkundungstour an der Küste entlang. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt verstehen. Ich stehe mitten im Wind. Ich habe mich jetzt aber mit dem Rücken zum Wind gestellt. Ich hoffe, die Geräusche halten sich einigermaßen in Grenzen. Ja, das ist jetzt mein Motiv, was ich mir ausgesucht habe. Wir können im Hintergrund die Eisberge sehen. Der große in der Mitte. Und dann gibt es dann von euch aus gesehen halt links diesen kleinen, der abgeflacht ist. Das wird der äußere Rand links. Und rechts dann diesen Eisberg da mit dieser Gabel drin. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Ja, Eisberge fotografieren ist für mich natürlich auch vollkommen neues Land. Und auch gar nicht so einfach. Ich habe schon ein paar Sachen probiert. Die Eisberge sind natürlich sehr, sehr hell und reflektieren das Licht sehr gut. Man möchte natürlich aber die Strukturen von dem Eisberg richtig reinbekommen. Ich habe jetzt auf jeden Fall immer noch einen ND-Filter mit drauf. Und das Wasser, das wollte ich auch ein bisschen ruhiger bekommen. Da habe ich jetzt aber alle Varianten schon durchprobiert. Also tatsächlich mit Verschlusszeiten 200stel, 300stel, um den Eisberg scharf zu bekommen. Ich habe jetzt aber auch gerade mal probiert, ein ND1000 und ein ND8 davor und habe 1 Minute belichtet. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Tatsächlich bewegen sich diese großen Eisberge nicht oder sehr wenig. Also die meisten, die jetzt so landnah sind, haben wir uns erklären lassen, die haben sich quasi auf dem Grund festgefressen. Maximal werden die noch bei Flut ein bisschen angehoben und wieder ein bisschen bewegt, aber normalerweise stehen die dann relativ still. Das heißt, fotografieren lassen die sich gut, bis sie weggetaut sind. Aber das dauert natürlich auch ein paar Jahre, also bis zu 3 Jahre, bis ein großer weg ist. Das heißt, wir haben heute noch Zeit.
So, Pause. Kameramann Thomas hat das Wichtigste dabei. Ein Tuborg und Haferkekse. Lecker. Schon später Nachmittag ist, beenden wir hier unsere Wanderung und werden morgen hier den Weg fortsetzen. Auf dem Weg durch Kekatasuak machen wir noch ein paar Schnappschüsse. Ein Sportplatz mit angrenzenden Eisbergen hat auch nicht jeder. Kindergarten und Grundschule. So kann Lernen auch aussehen. An dieser Stelle haben wir gestern unseren Weg unterbrochen. Hier in dieser Scharte haben wir gestanden und haben noch den Drohnenflug hier ins Gelände reingemacht. Aber heute wollen wir hier weiter ins Gelände rein. Und zwar wollen wir jetzt diesen Weg hier runter. Und dann setzt er sich hier unten fort. Wir gehen hier an der Küste entlang, über dieses Geröllfeld. Wir müssen um diese Felsen rum. Hier unten geht der Weg dann noch ein bisschen weiter. Und dann geht es durch Buschwerk. Der Weg ist hier kaum zu erkennen, um diese Felsen rum. Wir wollen hinter diese Felsen kommen, laufen hier hinter und hier hinter stehen wir dann, um dann nochmal mit der Drohne weiter ins Gelände zu fliegen und so ein paar Aufnahmen zu machen. Hinter diesem Felsen endet der Weg dann auch. Das Gelände wird ganz sumpfig und es gibt auch keinen Trampelpfad mehr.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zweiter Tag in Kekatusuak auf Disco Island. Thomas und ich, wir sind heute hier die Küste runtergewandert und haben wirklich epische Bilder machen können. Wir haben dort hinten nur leider auch keine Videoaufnahmen gemacht, weil die schwarzen Fliegen haben uns aufgefressen. Also das war so ein Mischmasch aus 1 Million schwarzer Fliegen und 100.000 Mücken. Das war wirklich grauenhaft. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir dann noch ein paar Drohnenaufnahmen machen wollen, weil es ist sehr windstill. Haben uns erst darüber gefreut, bis wir das dann mit den Fliegen gemerkt haben. Da hinten wunderbare Wasserfälle, herrliches Grün, rote, steile Felsen, die Eisberge. Also ganz epische, tolle Sachen. Ja, wir haben jetzt hier angehalten nochmal, um einen kleinen Drohnenflug zu machen. Und das Objekt der Begierde zeige ich euch jetzt. Ja, da steht der Grund, warum wir nochmal angehalten haben. Diesen Eisberg, den gab es hier gestern Abend noch nicht. Der ist in der Nacht hier hingeschwommen und hat sich hier platziert. Und der sieht natürlich toll aus. Mit diesem blau-dunkelblauen Eisstreifen da drin. Und es fehlt leider ein bisschen Licht, aber wir nehmen es trotzdem rein. Aber wir starten jetzt die Drohne. Ich werde vielleicht gar nicht fotografieren und fliegen mal drüber. Und die Bilder zeige ich euch jetzt. Hier muss unsere Wanderung enden. Mehr geben sowohl der Tag als auch unsere Beine nicht mehr her. Gerade als wir alles für den Rückweg eingepackt haben, kommt ein neugieriger Polarfuchs auf uns zu. Er kommt bis auf wenige Meter an uns heran, umrundet uns und geht dann wieder seiner Wege. Ich zerre schnell die Kamera wieder raus. Alle Einstellungen stehen auf Landschaft. Geringe ISO, Blende F16, resultierende Verschlusszeit irgendwo bei einer Sekunde. Die ersten Bilder sind alle für die Mülltonne.
Schnell Blende runterdrehen, am ISO-Rad rumfummeln und weiter draufhalten und auslösen. Am Ende verbleiben ein paar halbwegs brauchbare Bilder. Trotzdem ein schönes Treffen. Dies war die letzte Episode aus Grönland. Nachdem wir noch 2 Tage in Ilulissat verbracht haben, fliegen wir zurück nach Kopenhagen. Die Erlebnisse aus Ilulissat findest du in den Episoden 2 und 3. Den Hinweis findest du hier oben rechts. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir doch die anderen Episoden aus der Playlist Grönland an. Ausgesuchte Bilder findest du auch auf meiner Website. Der Link ist unten in der Beschreibung.